Dmitri Schostakowitsch kommt nach Ost-Berlin. Ziel seiner Reise sind die Feiern anlässlich des 125. Todestages von Ludwig van Beethoven. In der Deutschen Staatsoper stilisiert Wilhelm Pieck Beethoven zum Vorkämpfer der DDR. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir ehren in Beethoven eine der großen schöpferischen Gestalten, nicht nur des deutschen Volkes, sondern der ganzen Menschheit. Wir ehren in Beethoven den unerschrockenen Kämpfer für den Fortschritt, den großen demokratischen Patrioten, den herrlichen Künder der brüderlichen Verbundenheit der Völker und den leidenschaftlichen Botschafter des Friedens. Die beiden Stadthälften gehen ihre eigenen Wege. Die Musik wurde ebenso geteilt wie alles andere. Während im Osten Tage der sowjetischen und polnischen Musik veranstaltet werden, beginnen im Westen die Berliner Festwochen. 1951 wird das Schillertheater wieder eröffnet. In der Städtischen Oper gibt es eine Uraufführung des italienischen Komponisten Gian Francesco Malipiero und im Hof des Jagdschlosses Grunewald dirigiert Leo Blech Mozarts kleine Nachtmusik. Presseball 1952 im Palais am Funkturm. Der erste Presseball der Nachkriegszeit. Die neue Wohlstandsgesellschaft der 50er Jahre gibt sich ein Stelldichein. Die Wohlstandsgesellschaft der Westsektoren versteht sich. Für Besucher aus dem Osten ist dieser Ball unbezahlbar. Die Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler eröffnen glanzvoll mit dem Kaiserwalzer von Johann Strauss. Die Musikstadt Berlin lebt wieder. Aber sie ist zum Torso geworden.